Der Kanal LuckyTM mit mehr als 100.000 Abonnenten wurde vor ein paar Tagen von YouTube gesperrt. Wenn man diesen Kanal aufrufen möchte, steht dort, dieses Konto wurde aufgrund wiederholter oder schwerwiegender Verstößen gegen die YouTube-Richtlinien zur Bekämpfung von Spam sowie irreführenden Praktiken und Inhalten oder anderen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen gekündigt. Weitere Infos und Vermutungen gibt es gleich dazu nach dem Intro. Ich möchte dir jedoch noch kurz empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, damit du über YouTube News auf dem Laufenden bleibst. LuckyTM wurde jetzt also gesperrt, aber das ist nicht gerade das Ende für diesen Kanal. Es gibt jetzt einen neuen Kanal mit demselben Namen vom anscheinend gleichen Betreiber wie beim alten. Jetzt denken sich bestimmt einige von euch, LuckyTM, noch nie was von gehört. Das wundert mich nicht, da die Videos von dem Kanal eher das jüngere Publikum anspricht. LuckyTM wird von Jumanji betrieben. Dieser hat derzeit über 700.000 Abonnenten mit seinem Hauptkanal und ist daher sehr erfolgreich. Das Videomaterial von LuckyTM vor der Löschung kommt von einem ukrainischen YouTube-Kanal, der derzeit über 3 Millionen Abonnenten hat. Jumanji hat das, was im russischen Video gesagt wird, ins Deutsche übersetzt, es in Deutsch neu vertonen lassen und dann auf LuckyTM hochgeladen. Er schrieb in der Kanalinfo des alten LuckyTM-Kanals, ich besitze einen Kanal in der Ukraine mit mehr als 2 Millionen Abonnenten. Der alte Sprecher von LuckyTM vermutet jedoch Folgendes. Meine Vermutung ist, dass der Kanal nie die Rechte hatte, von dem ukrainischen Kanal The Potsner Wartel die Videos überhaupt hochzuladen auf Deutsch. Zu seiner Theorie passt auch, dass auf dem neuen LuckyTM-Kanal nicht mehr dasselbe Videomaterial wie auf dem ukrainischen Kanal hochgeladen wird. Unter dem ersten Video des neuen Lucky-Kanals schrieb ein Zuschauer, ah, okay, 2 Kanalsperrungen wegen der Urheberrechtsverletzung, weil du früher die Videos von einem ukrainischen Kanal genommen hast und jetzt drehst du die Videos auf einmal selber? Ob der Betreiber des ukrainischen Kanals jetzt Jumanji TV ist oder Jumanji TV wirklich Videomaterial geklaut hat, kann man zu diesem Zeitpunkt nicht einwandfrei feststellen. Was meint ihr? Gehört der ukrainische Kanal wirklich Jumanji TM? Drücke rechts oben auf das i und stimme darüber ab. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars freuen.